So, Freunde, ich kann es kaum glauben, ehrlich. Hier steht gerade der Traum vor mir, so wie in How I Met Your Mother. Der Traum. Und es sind 5 verschiedene Träume. Jetzt mal ernsthaft Spaß beiseite. Die, die mich schon länger verfolgen, ihr da draußen, ihr wisst, Super Duke feiere ich übel. Nach der MT-07, die ich mir jetzt vor 2-3 Monaten gekauft habe, ist die Super Duke definitiv das nächste Bike, was ich kaufe. Also, wenn ich mir wieder ein Bike kaufe, dann ist es eine 1290er Super Duke. Ich weiß noch nicht genau, ob es jetzt die hier ist, die brandaktuelle 2021er oder die Vorgängerin. Bei der Vorgängerin finde ich das Heck ein bisschen geiler und das Design mit dem Rahmen. Denn hier sieht man nicht mehr so viel vom Rahmen wie bei der Vorgängerin. Aber sie soll sich krass fahren. Die Vorgängerin soll noch ein bisschen brutaler gewesen sein. Die hier soll schon ein bisschen, ja, ich sag mal, gezähmt fahren, aber das werden wir selber herausfinden. Was ich jetzt sehen kann, wir haben auf jeden Fall eine fette Brembo-Bremsanlage und was ich bei den letzten 2 Testfahrten mit KTM schon bemerkt habe, war, dass die Brembo-Bremsanlagen von KTM mal richtig reinbeißen. Wir haben, es ist eigentlich überhaupt nicht zu übersehen, einen Akrapovic-Auspuff dran mit Klappensteuerung. Wir haben Lenkerendenspiegel nach oben gebogen, um den Tank zu schützen, was ich verstehen kann. Ich würde sie nach unten biegen. Optisch auch das Windschild vorne haben wir dran. Sie jetzt nicht das sauberste, darum geht es aber heute überhaupt nicht. Ganz kurz und knapp, das Ding ist ein Biest. Ein riesen Zweizylindermotor, über 180 PS, das Ding ist eine Macht und ein lang ersehnter Traum von mir. Bei mir stand damals auf der Liste ganz oben die R1, die habe ich ja dann gekauft, da habe ich mir wirklich einen Traum erfüllt und direkt das Bike, was nach der R1 kam, was quasi auf Platz 2 meiner Traumbikes steht, ist eine Super Duke, eine 1290er Super Duke. Ich will gar nicht aufsteigen, weil ich habe so viel von dem Bike gelesen, so viel von dem Bike gehört, mich so damit beschäftigt und ich habe irgendwie gerade ein bisschen Angst, dass mein Eindruck nicht dem gerecht wird, was ich mir von dem Bike erhoffe. Scheiß drauf, ich muss mich überwinden, wir steigen jetzt mal auf. Wir haben Keyless Go bei dem Bike, das weiß ich, sie ist ziemlich hoch, also sie ist genauso hoch wie meine R1, jetzt so vom ersten Eindruck her. Ich komme gerade so mit beiden Füßen mit 10 Spitzen auf dem Boden, wenn ich stehe, bin 1,71 groß und habe relativ kurze Beine, so viel muss man wissen. Der Lenker ist angenehm, nicht zu eng, nicht zu breit. Ein bisschen breiter könnte er sein, aber das ist nur mein persönlicher Geschmack. Man sitzt aber trotzdem ziemlich aggressiv für ein Naked Bike drauf. Was ich gut finde, in dem Fall. Bei der Super Duke finde ich es gut. Wir werden noch sehen, wie sich das dann beim Fahren verhält. Sie baut natürlich sehr breit auf. Also das war Super Duke schon immer und diese hier macht es nicht schlechter als ihre alten Schwestern. Wir haben hier einen Haufen Knöpfe. Wir haben Tempomat, wir haben die Menüsteuerung, wir haben hier unten Reset und dann würde ich sagen, machen wir die Kiste mal an. Einmal hier auf diesen Knopf drücken, dann geht die Zündung an. So sieht es dann aus. Bitte entschuldigt diesen Aufkleber. Aber im letzten Video, beziehungsweise aus meinem jetzigen Standpunkt letzten Video, bei dem Top Speed Sound Performance Test der 890 Duke R, haben sich so viele über die Geschwindigkeit beschwert. Und seid mir nicht böse, Freunde, aber ich möchte diese Bikes testen. Und das möchte ich ordentlich machen. Ich möchte dich auf der Landstraße einfach nur dahin schleichen. Deswegen werde ich auch dieses Bike ordentlich testen. Und deswegen ist auch die kmh-Anzeige abgeklebt. Die 690er war geil, das muss ich sagen. Gut, jetzt schnacken wir aber wirklich nicht mehr lange rum. Spiegel sind soweit einigermaßen eingestellt. Das passt auch. Dann starten wir das Biest mal. Oh ja. Und das ist erst der Kaltstart. Wie ist das, wenn das Ding heiß ist? Jau, scheppert das. Okay, okay, okay. Ich habe gerade Puls. Es tut mir leid, wenn ich nicht so rede wie sonst. Nicht so energisch. Aber das liegt daran, das liegt an dem Bike hier. Ich muss es euch ganz ehrlich sagen. So, Kupplung kommt angenehm. Nicht zu früh. Das passt. Sie lässt sich auf jeden Fall auch so aus dem Stand mit meiner Körpergröße recht leicht schieben. Aber ich muss trotzdem absteigen. Hier geht's bergauf. Mit der R1 kann ich nicht so leicht manövrieren. Also die hier, gut, sie ist halt auch leichter, muss man natürlich sagen. So, und jetzt fahren wir mal los. Yo, macht dieses Bike krach. Leck mich am Arsch. Also die kracht mal richtig. Die macht mal richtig Getöse und das ist Euro 5, Freunde. Das ist Euro 5. So, wir sind jetzt im Road-Modus, soweit ich weiß. Ich kann es leider nicht sehen, denn ich muss den Tacho abkleben. Sonst kriege ich wieder haufenweise böse Kommentare von euch, nur weil ich ein Bike so teste, wie ich es für richtig halte. Wie ich finde, dass Bikes normal getestet werden müssen. Kann mal den Aufkleber hier ein bisschen lösen, dass ich zumindest sehen kann, in welchem... Ich bin im Street-Modus. Street. Wir haben auch einen Blipper. Heißt, kupplungsloses nach unten schalten und natürlich auch einen Quickshifter, kupplungsloses nach oben schalten. Ich muss
muss euch ehrlich sagen, ich fühle mich direkt wohl auf dem Bike. Ihr wisst ja von der 98er Duke, wer das Video gesehen hat, da habe ich mich gar nicht wohl gefühlt. Aber hier, das Bike gibt mir sofort Vertrauen. Von der Sitzposition her, wie die Beine angewinkelt sind. Die Füße sind natürlich recht weit oben. Es ist halt einfach ein sehr, sehr sportliches Bike. Es ist, man kann fast schon sagen, eine Hypernaked. So diese Klasse. Dementsprechend sind die Füße sehr weit oben, die Knie sind sehr weit angewinkelt. Aber es ist überhaupt nicht unangenehm. Überhaupt nicht. Beim Anfahren auch überhaupt keine Probleme. Die Kupplung ist sehr, sehr schön dosierbar, gibt ein sehr, sehr gutes Feedback und sie ist vor allem sehr leicht. Aber gut, das ist halt, ich weiß nicht, wie es heißt. Es ist eine hydraulische Kupplung. Es ist keine mit Seilzug, es ist eine mit Öl. So, mit Öldruck. Kupplungsöl. Verzeiht mir, Freunde, ich bin kein Techniker. Ihr wisst, was ich meine. Und das führt halt dazu, dass sie sehr leichtgängig ist. Man muss überhaupt nicht viel Kraft aufwenden. Das vermisse ich bei meiner R1 wirklich, muss ich sagen. Also, die R1 hat immer noch eine Kabelzug- oder Seilzugkupplung. Und wenn man da im Stau steht oder nur Stop and Go fahren muss oder nur durch die Stadt fahren muss, ist es eine Qual mit der R1, muss ich euch wirklich sagen. Die Kupplung ist so schwerfällig. Man muss auch überhaupt nicht schalten bei dem Ding. Also, erster Gang, Stadt ist völlig in Ordnung. Das macht ja mal gar keine Probleme. Ich möchte gerne wissen, wo ich den Modus ändern kann. Fahrmodus, Sport, Performance. Wir gehen mal in Performance. Track ist mir zu unsicher. So, wir sind jetzt im Performance-Modus. Slip Control ist auf 6. Eieiei, oh, okay, ja. So können wir das Bike testen. So ist es in Ordnung. Das ist gut. Ich bin gerade ein bisschen wortkarg. Es tut mir leid, Freunde. Ich sitze hier gerade so ein bisschen auf meinem Traumbike. Das ist genau wie bei der R1 damals, nur da wart ihr eben nicht dabei, als ich das Ding gekauft bzw. ja, das erste Mal gefahren bin. Und da war es noch viel krasser, aber hier, ich weiß nicht, was ich sagen soll, es überwältigt mich. Vor allem überwältigt es mich, wie scheißwohl ich mich auf dem Bike hier fühle. Ich müsste gar nicht schalten, ich bin es noch von der MT-07 gewohnt, weil ich die jetzt die letzten Male so viel gefahren bin. Ich muss nicht schalten, ich habe einen Quickshifter, seht ihr? Der bei unteren Drehzahlen nicht so sanft ist, aber das ist auch kein Problem. So, wir biegen hier jetzt ab. Eieiei. Ich fühle mich so wohl auf dem Bike. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es passt einfach alles. Die Sitzposition ist perfekt. Man hat sehr, sehr viel Feedback von vorne, vom Vorderrad. Durch die Sitzposition, man sitzt nicht typisch Naked Bike drauf. Man sitzt ziemlich weit nach vorne gebeugt, ziemlich aggressiv drauf. Der Lenker ist ziemlich weit unten. Nicht vorne, dass mal lang gestreckt wird, er ist nur sehr weit unten, dafür aber sehr nah am Körper dran. Aber in der perfekten Position, also wirklich, das ist super, so wie es ist. Auch die Breite vom Lenker, wortlos. Also, er könnte noch ein bisschen breiter sein, aber das ist mein persönliches Empfinden. Ich habe immer gern sehr breite Lenker. Ist bei mir einfach so. Deswegen hat meine MT-07 einen breiten Lenker, weil ich da einfach für mein Empfinden besser drauf sitze. Nicht unbedingt bequemer, das ist es nicht, aber ich sitze einfach besser drauf. Und ich müsste nicht mit der Kupplung schalten. Verdammte Scheiße. Aber ich kann mir vorstellen, wenn man so ein Bike fährt, ist man sehr schnell verwöhnt. Das kann ich mir gut denken, weil die hat ja wirklich alles. Auch im Performance-Modus ist das Gas schön dosierbar, überhaupt nicht ruckig oder so. Bei meiner R1 zum Beispiel, ich habe halt nur in der Leistungsklasse den Vergleich. Alle anderen Bikes, die ich bisher sonst Test gefahren bin, waren schwächer. Viel schwächer als die R1. Aber hier, die R1 hat das Problem. Die hat 4 Modi. Von A bis D. A ist der stärkste Modus, D ist der schwächste, der quasi Regenmodus. Du kannst die natürlich alle separat einstellen, so, aber so ist es im Standardfall. Und im A-Modus ist die R1 nicht in der Stadt fahrbar. Keine Chance, geht nicht. Die R1 ist da so ruppig, so empfindlich, was die Gasannahme betrifft, das will man sich nicht ausdenken. Das ist nicht schön, also das macht wirklich keinen Spaß. Deswegen fahre ich immer, wenn ich die R1 in der Stadt fahre, im B- oder sogar im C-Modus. Im C-Modus ist es wirklich aushaltbar. Nicht angenehm, aber angenehmer, damit in der Stadt zu fahren. Aber hier, wir sind jetzt im Performance-Modus, heißt der zweitstärkste Modus und hier ist überhaupt nichts ruppig. Die Gasannahme ist zwar sehr direkt, muss man sagen, aber ruppig ist da gar nichts. Auch wenn ich vom Gas gehe, das ist super. Ich muss auch sagen, für so ein großes Bike, sie hatte jetzt doch nicht wirklich einen kurzen Radstand, ist sie sehr leicht hin und her zu werfen. Wir werden das später noch auf der, ja, in Anführungsstrichen Teststrecke sehen. Wie sie da durch die Kurven geht, aber so, also da, muss ich ehrlich sagen, hat sich die SMC deutlich schwerfälliger angefühlt als das Bike hier.
Ja, und Power ist natürlich ohne Ende da. Also da braucht man überhaupt nichts dazu sagen. Das ist sowas von selbstverständlich. Da muss ich kein Wort drüber verlieren. So, wir geben jetzt hier einmal Stoff. Eieieiei. Eieieiei. Okay, also die beißt richtig. Ah ja, okay, Tempomat. Gut, also machen wir mal ein kurzes Kaffeekränzchen und zählen mal auf. Wir haben hier eine Super Duke. Fertig. Test zu Ende. Das Ding ist ein Biest, wie es nicht mehr Biest sein kann. Zumindest bis jetzt. Holy shit. Holy shit. Okay. Wir fahren hier gleich mal durch den ersten Tunnel und schauen mal, was die so an Lautstärke schmeißt. Auch die Kurven wirklich, also ich habe echt immer so ein Problem, den Reifen zu vertrauen in Kurven, aber bei der hier... Gar kein Problem. Ich weiß sofort, ich habe super Feedback. Die ist so stabil und gibt einem so das Vertrauen. Die ist in der Kurve so ruhig. Nein, und das ist nicht der Tunnel. Hier kommt der Tunnel. Halm auf. Und Helm zu. Krasse Scheiße. Ich weiß absolut nicht, was ich sagen soll. Das Ding ist eine Macht. Das Ding macht alles so, wie es soll. Also, ich habe keine Worte dafür. Ich hoffe nicht, das Video ist zu kurz, denn ich wollte einen ordentlichen Test mit dem Bike machen. Ich wollte wirklich bei dem Test hier abliefern, aber es gibt nichts, worüber ich wirklich reden kann. Egal, worüber ich reden würde, es heißt nur, das ist perfekt. Halt, Bremsentest haben wir noch nicht gemacht. Sekunde, das machen wir. 3, 2, 1. Okay, ja, ABS greift aber sehr früh, muss ich sagen. Also die 890er Duke hat deutlich fester zugebissen. Okay, also dann ist das wohl ein Punkt, worüber ich mich beschweren kann. Dass die 890er Duke besser gebremst hat als die 1290er. Aber ansonsten, sie bremst ja auch. Das ABS kommt halt einfach nur früh. Aber sie bleibt trotzdem sehr, sehr schnell stehen. Also hinter uns ist nochmal keiner, wir machen das nochmal kurz. 3, 2, 1, Vollbremsung. Ja, also das passt schon. Das ist schon in Ordnung so. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich weiß wirklich nicht, was ich sagen soll. Ich könnte euch zeigen, wie der Tempomat funktioniert. Hier macht man ihn über diesen Knopf, macht man ihn an und aus. So, jetzt ist er an. Und wenn man hier unten auf Reset bzw. Plus geht... Hoppala. Ah ja, okay, bei den Geschwindigkeiten schaltet er gar nicht erst ein. Man muss wahrscheinlich mindestens 30 km/h fahren. Nee, auch nicht. Also normalerweise macht man ihn hier über das Plus dann an. So, und dann hält er die Geschwindigkeit von alleine. Das Bike gefällt mir einfach so gut. Das Bike gefällt mir so gut. Es ist halt jetzt nicht mehr nur ein Traum. Es ist halt ein Ziel. Ich träume schon ewig von diesem Bike. Aber jetzt, wo ich das Bike gefahren bin und weiß, wie sie fährt, da ist das nicht einfach nur ein Traum mehr, sondern ich habe mich selber davon überzeugt, dass das Bike richtig für mich ist. Was mir bei der R1 halt so ein bisschen auf den geht, ist einfach die Sitzposition. Man muss es ganz klar und deutlich sagen. Ja, es ist eine Supersportler, das wusste ich vorher auch. Das müsst ihr mir nicht sagen. Aber von allen tausender Supersportlern, die es gibt, ist die R1 mit Abstand die ungemütlichste. Ich sitze da wirklich nicht angenehm drauf. Es ist wirklich nicht geil. Und ich möchte die R1 behalten. Das stelle ich gleich klar. Also die R1 bleibt auf jeden Fall. Dafür habe ich einfach zu lange gearbeitet und gespart, dass ich das Bike verkaufe. Und zudem ist es auch zu lange mein Traumbike gewesen, als dass ich sie einfach wieder hergebe. Vielleicht ersetze ich sie mal durch eine neuere. Das kann ich mir gut vorstellen, aber R1 wird bleiben. Aber so in der Stadt fahre ich sie einfach ungern. Ich fahre sie, aber ich fahre sie ungern, weil sie einfach so unangenehm zu fahren ist in der Stadt. Eieieiei. Das macht Spaß. Was man so krass hört, ist das Ansauggeräusch, nicht der Auspuff. Aber der Motor braucht halt Luft und die holt er sich. Hört. Feuer. Ah, jeden Millimeter am Gasgriff merkt man. Du denkst, du bist bei Vollgas? Nein, mein Freund. Du hast immer noch Gasweg und den kannst du auch nutzen. Heilige Scheiße marschiert dieses Bike. Aber gut, was will man erwarten? 1,3 Liter Hubraum. Das ist fast ein Drittel nochmal drauf auf meine R1. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, Freunde. Es tut mir leid. Also, wenn ihr euch mehr von dem Test erhofft habt, dann muss ich dieses Mal leider ganz ehrlich sagen, es gibt genug Leute, die einen Test mit der 1290er Super Duke gemacht haben und dieses auch noch besser gemacht haben als ich. Bei mir hängt da einfach die Emotionalität dran. Es ist ewig mein Traum gewesen. Ich will dieses Bike ewig haben, aber so, ne, finanziell und so.
ihr wisst ja, wie es ist. Ganz schwieriges Thema. Dementsprechend wird hier noch länger ein, ich sag mal, Traum oder nur ein Ziel bleiben. Aber dass ich sie fahren kann und dass mir jetzt quasi bewiesen wird, dass ich mit allem, was ich von diesem Bike erwartet habe, richtig lag, das verschlägt mir einfach so krass gerade die Sprache. Sie macht alles perfekt. Außer das Bremsen. Aber ansonsten macht sie alles perfekt. Wie sie jetzt performance-technisch fährt, heißt Kurvenlage und das ganze Thema, das werden wir dann gleich noch herausfinden, beziehungsweise ihr dann nächste Woche im nächsten Video. Ich beende mit diesen Worten das Video zum ersten Eindruck von dem Bike hier. Ich hoffe, es hat euch dennoch gefallen, trotz meiner kargen Wortwahl. Ich war hier einfach ein bisschen am Fangirling. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert den Kanal, folgt mir auf Instagram, Link dazu ist in der Beschreibung. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, Freunde, Jay ist raus.